Nimm schon wieder. Servus, Leute! Was geht? Wir sind wieder nach einer unglaublichen, grandios langen Pause. Mittlerweile sind es 5 Monate. Das ist unglaublich. Echt ganz kurze Erklärung, warum? Was war los? Auf einer Seite waren wir verletzt, auf der anderen Seite waren wir an Projekten dran, beziehungsweise der liebe genau, Herr Fabio. Er hat sich an der Schulter operiert, war deswegen mal 2-3 Monate außer Gefecht. Bei mir waren es eben ein paar Projekte, die sich hinausgezögert haben, ein paar grandios geile Projekte, die kommen dann eben demnächst. Aber das dauert noch ein bisschen. Und deswegen ist es einfach nicht ausgegangen, dass wir noch irgendwas gemacht haben. Genau so schaut es aus, aber gut Ding braucht Weile. Und jetzt sind wir wieder zurück. Und zwar, wie könnte man besser starten, wie mit dem geilsten Festival, wo es überhaupt gibt. Und zwar genau, Winterberg Dirt Masters. Und wir haben uns gedacht, okay, warum nehmen wir nicht die Leute einfach mal so ein bisschen hinter die Kulissen mit, wie das Festival von unserer Seite aus erlebt wird. Genau. Let's go! Spaß darf natürlich auch nicht zu kurz kommen, deswegen haben wir unseren hauseigenen Football mitgenommen. Vom Passspiel bis hin zum Abschluss war das grandios. Durch eine Touchdown schreien. So einer will Bunny-Up-Contest gewinnen, oder was? Also ist Winterberg ist echt ein Wahnsinn, ohne Witz. Heute allein schon, egal was er liest, sind die Fotos und Unterschriften geben, grenzt schon echt, ist schon echt richtig krass und ich will gar nicht wissen, wie die nächsten Tage werden. Elias hat sein Double mit, der eben die ganzen Unterschriften macht, weil er macht sie ja nicht selber. Genau, weil ich kann nicht schreiben. Aber ich find's echt krass, weil mir geht's echt an zum Außengehen, einmal nur zum Stand außen, weil du dann einmal eine halbe Stunde brauchst, bis du wieder dahinter kommst. Oder mal zum Contest kommst. So, ja. Jetzt schaut's so aus, wie wenn Bunny Hop Contest ist. Also man guckt so aus. Wie schaut's aus? Bunny Hop Contest. Wie schaut's aus? Ja, da hinten. Das ist die Reihe von Fabio Wittmer. Ja! Auf geht's, komm schon! Ja! Ja! Schade! Fetten Applaus für Fabio Wimper! Ein Meter Fabio, richtig geil übersprungen! Heute hinter den Kulissen spielen sich wahnsinnige Szenen ab. Und zwar gerade unser Fotograf Hannes Berger, Elias, eine auf die Batterie gedruckt hat, auf die Lippen. Schaut euch das an. Schau, wie es nochmal aus. Leidl, die Nummer 2. Jetzt gehen wir gerade mal kurz anmelden. Dann Trackwalk und dann Signings, Autogrammstunden, eine nach der anderen. Grandios, let's go. Ist das Ihr Level? Nein. Ich dachte es mir. So, du musst da oben rechts außen springen. Mit denen und direkt rutschig. Und Update vom Trackwalk, ich glaube es geht darum, wer am schnellsten glaube runterfährt. Wach, bist du fertig? Ja. Ja, okay. Ja, so fahren wir da oben. So war der Elias einmal da oben. Heute ist echt wenig los zum Glück. Zeig das mal kurz. Zeig mal ganz kurz. Es ist echt sau wenig los zum Glück. Jetzt fahren wir mit dem Lift drauf, weil jetzt kommen wir eh gleich rein. Und jetzt sind wir eigentlich durch mit dem Trackwalk. Track schaut eigentlich eh ganz gut aus. Relativ schnell. Dann geht es eigentlich los mit ein paar Signing-Sessions von mir. Leider komme ich gar nicht so viel zum Trainieren, deswegen
Schauen wir mal, ich bin ja schon lange kein Rennen mehr gefahren, aber wird bestimmt interessant, witzig, Spaß macht und ja. So, meine Freunde, jetzt geht's zur ersten Autogrammstunde von Dirt Masters. Und zwar bin ich eigentlich ziemlich eingespannt. Also meine Partner und Sponsoren, sagen wir so, muss man auch ein bisschen happy machen und die Leute ein bisschen happy machen. Und ja, es war ein bisschen stressig bei Dirt Masters, eigentlich immer so krank stressig, aber irgendwo ist ja geil, euch alle zu sehen. Und ja, jetzt gehen wir zur ersten, nehmen euch ein bisschen mit, let's go. So, Leute, jetzt erste Six Series Signing Session. Ich glaube, es ist einiges los. Ja. Und Truck mal jetzt. Let's go! Hi. Das ist echt der Wahnsinn, was da los ist, Jonas. Das ist echt grandios. Also schaut mal ganz kurz zu außen. Geil! Ich glaube, damit schließen wir mal die Vorbereitungsrunde für die Whip-Offs, glaube ich, ab. Lias und Gabo sind gerade drüber gesprungen. Morgen geht's in die Whip-Offs, wahnsinnig viel los, schon echt mega krass und bin ich echt schon gespannt auf morgen. Let's go! Sieht besser aus als gestern auf jeden Fall. Dankeschön. Na, auf jeden Fall Update Nummer 2. Ja, Lias hat sich verschanzt mit dem Auto. Dem ist das zu blöd hier. So, Leute, Day Nummer 2 starten wir mit dem. Drei eigentlich. Ja, schon drei, wir sind da schon so verwirrt beim Festival. Auf jeden Fall starten wir mit dem Downhill-Training. Genau. Okay, wer legt vor? Wurscht. Jetzt kommen noch mal ein paar coole Aufnahmen vom Training. Jo, let's go! Sehr nett. Alter.
Machen wir nicht wieder auf die Schulter. Okay, dann können wir auch. Schaut halt nicht gut aus. Ja, dann könnt ihr, ich bringe euch die Flasche nachher wieder. Wir fahren jetzt, okay? Also wir haben leider Probleme, Elias hat es brutal auf die Schnauze gehauen da oben. Und jetzt hat er da ein bisschen Schmerzen und so und jetzt ist er mal abtransportiert worden. Und hoffen wir, dass es nicht so weiter fehlt, aber es war echt grausig, verdammt. Können wir los? Ja. Okay. Ich bin schon wieder, gell? Ja. Ja. Hey, hau rein! Danke. Let's go! Schau dabei! Das! Da fährt der dahin. Ja, leider, das war jetzt echt richtig scheiße. Hier ist so ein Portal auf die Batterie gelegt. Jetzt hat er da irgendwo da in den Bereich gehabt und so Lunge tut er weh und jetzt hat er da ziemliche Schmerzen. Was echt ein bisschen scheiße ist, aber das kann nicht passieren bei dem Sport und das geht relativ schnell. Ist ein bisschen überschutet und dann einen Kick mit dem Hinterrad krieg. Und echt ein bisschen scheiße. Und hoffen wir das Beste. Ja, Grüße und gute Besserung gehen raus. Ich mach, ich würde um 2 bei CC's Autogrammstunde machen. Da kriegst du ein Poster und so, wenn ihr Bock habt. Passt das? Weil ich müsste mal relativ schnell drüber gehen. Ja. Kommt da vorbei? Passt das? Ja. Tipptopp, sorry. Aber ein okay. Foto, ein Foto. Ich hab dein alles parat. Elia, Julian, sag ich. Ja, geh mal hin. Geh mal hin. Nur einmal ganz kurz hin. Geh mal hin. Elia ist leider im Krankenhaus. Er hat sich beim Training ein bisschen verletzt. Das ist ja Wahnsinn. Also ohne Witz, weil Winterberg ist echt krank, was Fans und so angeht. Ohne Witz, das ist teilweise schon ein bisschen beängstigend. Ja, ich sag dir, ich hab nie zu einem Foto Nein gesagt. Krass, so, warte, jetzt müssen wir den hier durchprügeln. Sorry. Sorry, dass es ein bisschen später war. Ja, ne? Sorry. Es ist also ein kleines Update, das wird echt ein bisschen eng. Also ich möchte jetzt ehrlich gesagt nicht da drin stehen. So, Leilen, also. Jetzt sind wieder ein paar Autogrammstunden vergangen und wir haben wieder vergessen zu essen eigentlich. Oh mein Gott! Problem ist, dass wir gar nicht zum Essen kommen und gar nichts gegessen haben. Seit dem Frühstück. Ja, und dann irgendwie vergisst man es, aber irgendwie kommt man gar nicht dazu, weil man die Leute sagen wir so nicht wirklich enttäuschen will. Ich bin generell ganz schlecht im Nein sagen. Aber dann heißt es hier nur wieder, dass ich arrogant bin, weißt du? Was absolut nicht stimmt. Ja, doch. Wenn man den netten was? Sag mal eine Signing-Session heute noch und dann sind wir durch. See you later. Was? Amo? Jo. Geht auf zum Seeding Run. Viel gibt's dazu nicht zum Sorgen, außer dass ich enorm fertig bin und den ganzen Tag noch nichts gegessen habe. Gut. So, wie schauen wir aus? Wir sieht jetzt dann hin, ha? Ja. Da hat man Ding viel Zeit zum Vorbereiten an den Nick gehabt, aber mei, so ist manchmal. Jetzt fahren wir eh mal Seeding Run und wahrscheinlich gehen wir jetzt mal ein bisschen locker an, schauen wir uns mal die Strecke an, weil so viel Trainings bin ich auch wieder nicht gefahren. Moral bin ich dieses Jahr auf dem Downhill auch noch nicht so viel gesessen, also ist noch ein bisschen alles neu und jetzt probieren wir mal das Beste. Let's go! Ich glaube, die Leute sind schon richtig on fire. Mir eigentlich so ziemlich auch. Ein bisschen fertig vom ganzen Tag heute. Aber jetzt geht es dann gleich los und ich glaube, es wird echt brennen ohne Witz. Also irgendwas passiert. Also eskalieren wird irgendwas Schlimmes passiert. Auf geht's. Okay, Arena. Warmer, there's no more warm-up. That's now official. Why is it? It would have been so nice to have like a proper warm-up session with like some flips and stuff like that, but whatever. Let's get it!
Abgeflogen. Ist raus. Ah, fuck man. Let's get it. Jump right now. Oh yeah, it's good fun. Yeah. I'm like so sketchy on it. Yeah, hau rein, man. Send it! Wer ist zuerst? Du fährst zuerst. Okay. Hey, just let a little bit space, yeah. You know? Hinterkämpfer Whip-Offs war echt brutale Eskalation, ganz ehrlich, war echt, war echt krank. Man, dieses Jahr, muss ich ganz ehrlich sagen, war es ein bisschen sehr geregelt, vielleicht ein bisschen zu geregelt, glaube ich, was man auch so Feedback von den Fahrern gehört hat. War trotzdem geil, richtig lässige Stimmung, Winterberg ist echt immer einzigartig. Ein bisschen schade, dass es irgendwie nicht gereicht hat für einen Sieg, aber mei, so ist es manchmal. Obwohl, ich muss echt sagen, also ich glaube, ich habe in meinem Leben noch nie so einen Whip hingekriegt, beziehungsweise noch gelandet, ja, nicht mehr so viel zurückgekriegt, aber ich glaube, Schräglage und von die Grad, ja, ist nicht mehr mehrer Gang. Von dem her war ich echt sau zufrieden damit. Also, was ein echtes Schade war, dass Elias nicht dabei sein hat können, weil er eben, der ist ziemlich verletzt, kann sich jetzt nicht so gut bewegen. Zum Glück ist nichts gebrochen. War echt schade, da hätte er auf jeden Fall gern dabei sein wollen, das weiß ich genau. Also, ganz ehrlich, das Festival ist echt immer geil und ich habe mich früher echt immer mega krass drauf gefreut. Ich muss sagen, man, es ist. Dieses Jahr muss ich echt sagen, dass man teilweise einfach ein bisschen fast schon zu viel geworden ist. Weil ich glaube, irgendwie am Ende vom Tag geht es halt echt irgendwo ums Radfahren. Das ist, was ich gern mache. Für das lebe ich auch und für das ist eigentlich auch ein Festival da, dass man eigentlich zum Radfahren kommt. Und ganz ehrlich, bei mir ist es einfach so, dass ich einfach nicht mehr wirklich zum Radfahren komme. Und wenn ich dazu komme, dann ist halt immer so mega stressvoll. Die ganzen Leute, wenn man vorbeigeht, und sich einfach fokussiert auf das, was man will, aufs Radl fahren und dann halt mal ein Foto nicht macht oder so, dann wird man halt sofort abgestempelt als mega unsympathisch, mega arrogant. Und deswegen versuche ich das auch zu vermeiden, aber dann macht es halt auch keinen Spaß mehr, weil man eigentlich nicht mehr zum Radl fahren kommt, weil das eigentlich das ist, für was ein Festival eigentlich da ist.
Was vielleicht auch noch ganz gut zum Ansprechen ist, ist einfach so ein Videothema, weil einfach überall, wo ich hingehe, werde ich angesprochen, warum kommen keine Videos mehr, was ist los, hat Elias und du, seid ihr verstritten, was weiß ich noch, irgendwelche komischen Gedanken. Und also, wenn man nicht weiß, was da passiert oder wie viel Arbeit eigentlich hinter quasi den Videos steckt, hinter den Projekten steht, hinter allem Möglichen steckt, dann finde ich es halt teilweise echt ein bisschen komisch, dass Leute sowas kommentieren, dass die einfach null Verständnis teilweise dafür zeigen und dann nicht haben und dann teilweise einfach sogar richtig böse noch werden. Und ich meine, irgendwo ist ja verständlich, weil ich meine, die Leute, die sitzen hinterm Computer, die sehen nur das, was passiert, die sehen nur vielleicht mal einen Instagram-Post, dann postet er wieder mal 5 Tage nichts, dann hört man wieder, okay, der hat so viel Geld verdient, dass er jetzt eh nicht mehr YouTube-Videos machen braucht, dann ist egal, macht man viel YouTube-Videos, dann sagen die Leute, okay, der macht jetzt so viel YouTube-Videos, weil er so viel Geld damit verdienen will. Also egal eigentlich, wie man es macht, aber man macht es falsch, so sagt Hannes immer. Das ist halt irgendwann echt schwierig und der Grund, warum eigentlich so wenig Videos in letzter Zeit gekommen sind, war, weil ich an 2 großen Projekten dran bin, die mir wirklich so am Herzen liegen, die habe ich, also für die haben wir so viel Zeit schon investiert, so wie, sagen wir, Blut und Schweiß schon investiert, Verletzungen investiert und die sind einfach, die sind echt, also die nehmen halt einfach so mega viel Zeit und die ganze Kraft und Vorbereitung in Anspruch, dass sich einfach nichts mehr ausgegangen ist. Ganz ehrlich, also in den letzten, muss ich sagen, in den letzten halben Jahr oder im Jahr, ich glaube, ich habe noch nie so viel gemacht, abseits vom Radfahren, wie überhaupt noch nie. Und dann für Leute, also wenn dann Leute sagen, hey, du machst nichts mehr oder warum kommt nichts mehr. Wenn Videos kommen, die machen wir dann eh meistens für euch. Ich meine, klar, macht Spaß, Videos zu machen, aber wenn dann irgendwann der Druck, Videos zu machen, irgendwie so hoch wird, dann macht es halt keinen Spaß mehr. Deswegen taugen mir einfach so größere Projekte mehr und das ist auch da, wo ich so viel Zeit investiere. Und es sind echt geile Projekte, wir haben ein paar Probleme gehabt bei den Projekten. Da geht es dann halt nicht, dass man irgendwie konstant irgendwas bringt, dass man jede Woche 6 Series bringt oder dass man jede Woche irgendwas noch geileres bringt wie letzte Woche. Das geht halt dann irgendwann nicht mehr und da muss man halt auch Pause machen und dann finde ich, muss man das auch irgendwo mal kurz respektieren und so, dass die Leute nicht da dann sofort böse werden oder irgendwie irgend Sachen unterstellen oder Sachen ins Internet reinschreiben, die eigentlich überhaupt nicht so stimmen. Ja, ich meine eben, so Videos zu machen ist genau das, für was ich lebe, das, was ich von Anfang an gemacht habe und das will ich also weitermachen. Eins, was glaube ich klar ist, dass ich wieder mal mehr selber zum Radfahren komme, einfach mal wieder Kopfhörer rein, wieder mal Radfahren gehen, ohne dass... Ich meine, selbst das ist schwierig, ganz ehrlich, weil egal wo man hingeht, man hat nicht mehr so wirklich seine Ruhe. Man kann einfach nicht mehr so Moral fahren gehen. Ich kann nicht einfach meistens in einen Bikepark gehen und einfach so Moral fahren gehen mit den Kollegen und einfach mal so komplett alles abschalten. Das geht halt irgendwo nicht mehr und das finde ich ja irgendwo echt schade. Trotzdem glaube ich, werde ich in Zukunft ein bisschen probieren, dass ich wieder selber mehr ein bisschen mit den Kollegen mache, dass ich mehr ein bisschen wieder einfach so mal ein bisschen zur Ruhe komme und so. Und dass ich vielleicht einfach wieder mal ein bisschen mehr normal Rad fahre und dass ich mal genau das Ganze wieder mal so richtig angehe. Jo, in dem Sinn, ich glaube, mein Morgen kommt noch ein Tag, ganz ehrlich, meine Schulter ist mega im Arsch von meinem Crash davor, ich bin da echt ziemlich in den Zaun rein, deswegen muss ich erst schauen, wie es mir morgen geht. Hier ist auch total im Arsch, jetzt müssen wir mal schauen, was morgen noch so geht, ob ich beim Rennen oder dabei bin. Seeding Run war eh nicht so schlecht. Falls wir uns nicht mehr sehen, war es das auf jeden Fall. Danke fürs Anschauen, danke Winterberg. War auf jeden Fall eine geile Veranstaltung. Bis zum nächsten Mal, ciao. Alter, war das lang. I don't need recognition, I'm on a mission. I'm paying dues, I'm in position. I'm staying up, it's getting late. You're doing good, I'm doing great. Recognition, I'm on a mission.